wie die Couch nach Kalkutta kam. Eine Globalgeschichte der frühen Psychoanalyse. Von Uffe Jensen. Verlag Suhrkamp. Ende des 19. Jahrhunderts erfand Sigmund Freud in Wien die Psychoanalyse. Innerhalb weniger Jahrzehnte entwickelte sie sich zu einem globalen Phänomen. Begriffe wie Über-Ich, Narzissmus oder Ödipus-Komplex sind längst in die Alltagssprache eingegangen. Um diese dynamische Entwicklung nachzuvollziehen, befasst sich Uffe Jensen mit drei Metropolen, die neben Wien für die psychoanalytische Bewegung von großer Bedeutung waren: Berlin, London und Kalkutta. Jensen zeigt die Lehre und Behandlungstechnik dort vor dem Hintergrund existierender Therapieformen und lokaler Tradition angepasst wurden und auf welchen Wegen solche Neuerungen dann wiederum Freud beeinflussten. Mittels erzählerischer Schlüssellochtexte schaute er direkt in die Behandlungszimmer, beleuchtet aber auch die politischen und gesellschaftlichen Aspekte der globalen Psychoanalyse. Von Anfang an als Selbsttechnologie konzipiert, hat sie den Weg bereitet für die heutige Ratgeber- und Coaching-Kultur. Zentral war dabei, auch das demonstriert diese Globalgeschichte, der therapeutische Umgang mit Emotionen. Schon Freud verstand seine Therapie als Heilung aus Liebe.